Dann fangen wir an, würde ich sagen. Herzlich willkommen zum Vortrag Datenschutz und Softwaregestaltung. Ja, hier wage ich mich jetzt ein bisschen weit vor, weil, wie ihr schon seht, ich bin eigentlich ein Rechtsanwalt und versuche mich jetzt also sozusagen auf einem fachfremden Gebiet. Wir steigen so ein, dass wir sagen, ich erkläre erstmal so ein bisschen noch, warum gibt es überhaupt diesen Datenschutz? Ja, die Kollegen mit, ich habe die Datenschutzgrundverordnung überlebt, es sind heute nicht mehr da, wahrscheinlich sind sie dann doch gestern noch umgefallen. Also ich erkläre erst noch mal so kurz, wie Datenschutz funktioniert und wo dann die Softwareentwickler ins Spiel kommen und wo man da vielleicht drauf achten muss. Und dann ist ja quasi das Entscheidende sozusagen, dass man seinen Kunden so ein bisschen im Blick hat. Dann gucken wir uns an, was muss der Kunde eigentlich beachten und wo kommen dann wieder die Entwickler ins Spiel. Und wenn wir das hinter uns gebracht haben, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Also, das Schönste am Vortrag ist immer, wenn man sagen kann, was erzähle ich alles nicht? Oder was kann ich nicht sagen? Ja? Die Leute erwarten immer, wenn ein Rechtsanwalt vorne steht, der hat auf alles eine Antwort. Nein, das hat er nicht, denn die Datenschutzgrundverordnung ist auch für die Juristen in bestimmten Bereichen zumindest Neuland. Ja? Die gilt seit Mai und entsprechend gibt es dazu natürlich auch noch keine Rechtsprechung. Also gucken auch die Juristen zunächst erstmal in ihre Glaskugel und sagen, ja, was haben wir denn mit Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzrichtlinie? Was stand da drin? Was steht jetzt in der Datenschutzgrundverordnung? Und hat sich da textlich was geändert oder nicht? Wenn der Text gleich geblieben ist, dann spricht viel dafür, dass auch das Recht gleich geblieben ist. Wenn sich's geändert hat, ja, dann müssen wir tiefer in die Glaskugel schauen und gucken, was hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht. Vielleicht noch so vorweg, Rechtsprechung ist also eine wichtige Orientierungsmarke für Juristen, wenn sie gucken, was bedeutet denn jetzt eigentlich ein Gesetz. Aber auch bei Urteilen Vorsicht, die gelten. Ja, also man sollte sich dran halten. Aber wenn man ein komisches Bauchgefühl dabei hat und denkt, da ist aber ein komisches Ergebnis rausgekommen bei Gericht. Das ist normal. Urteile sind immer so geschrieben, als wird es nie eine andere Lösung geben. Aber natürlich sitzen da auch bloß 5 Menschen oder 3 Menschen und grübeln, wie die richtige Lösung ist. Jemand hat mal gesagt, ein Urteil ist so ähnlich wie mit Pfeil und Bogen auf eine weiße Wand schießen, dann die Kreise drumherum malen und sagen, seht ihr genau ins Schwarze. Ja, deswegen gibt es auch unterschiedliche Entscheidungen auf unterschiedlichen Instanzen. Und das liegt nicht daran, dass die alle doof sind, sondern weil man bestimmte Aspekte ordentlich verschieden bewerten kann und entsprechend auch zu verschiedenen Ergebnissen kommt. Wichtige Impulsgeber für den Datenschutz sind die Landesdatenschutzbeauftragten, also Datenschutzbeauftragten des Bundes und des Landes. Die machen den ganzen Tag nichts anderes außer Datenschutz. Und ich mach's, ja gut. Und entsprechend geben die natürlich wichtige Hinweise, was, wie das Gesetz auszulegen ist. Aber das sind nur Behörden. Ja? Da hat man dann immer 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, glaube ich nicht, was die Behörde sagt, dann muss man sich vor Gericht streiten. Oder man sagt, ich will wenig Stress haben, ich mache es einfach so, wie der Datenschutzbeauftragte des Landes das haben möchte. Ne? Dann ist man schnell fertig und hat entsprechend weniger Stress. So. Ja, warum gibt es jetzt den Datenschutz? Für den Juristen ist die Antwort relativ kurz, weil es so im Gesetz steht. Ne? Da ist der Jurist dann erstmal schon glücklich. Er kann, und gerade wir Deutschen sind ja besonders normgläubig. Also wenn irgendwo was im Gesetz steht, dann setzen wir das auch um. Wo andere EU-Staaten vielleicht erstmal sagen, ja, langsam mit den jungen Pferden, wir gucken erstmal. Wo die Deutschen ja besonders gut drauf anspringen, ist Grundrechtsschutz. Ja, das machen wir gern. Wir haben jetzt den Datenschutz als Grundrecht auf EU-Ebene verankert, aber wir haben es natürlich auch weiterhin im Grundgesetz stehen, jedenfalls mittelbar. Ja. Der Datenschutz ist ein deutsches Steckenpferd, ist aber ein nachträglich gefundenes Grundrecht. Also die Verfassungsgeber, ne, 1949, die haben da nicht dran gedacht, dass es sowas wie Datenschutz gibt. Und ja, dann in den 80er Jahren, ja, Bundesverfassungsgericht, Volkszählungsurteil 1983, da haben die gesagt, also es steht zwar nicht so ausdrücklich drin, aber irgendwie schon. Und hätten die Verfassungsgeber damals schon gewusst, was der Staat alles mit Daten tun kann, dann hätten sie das reingeschrieben.
Also, wir sagen euch jetzt, in der Verfassung stand schon immer drin, Schutz der informationellen Selbstbestimmung, Datenschutz. Und wenn wir es also auf dem Niveau des Grundrechts zu tun haben, ist jede Datenverarbeitung, also jede Verarbeitung personenbezogener Informationen, kommen wir gleich noch zu, was das ist, grundsätzlich auch ein Grundrechtseingriff, der rechtfertigungsbedürftig ist. Und darum dreht sich dann quasi das ganze Datenschutzrecht. Man kann aber auch, das war jetzt die juristische Perspektive, ne, was ich gesagt habe, der Jurist ist glücklich, wenn er eine Norm hat, da kann er drunter subsumieren, damit kann er arbeiten. Aber Grundrechte gibt es natürlich auch, weil es irgendeinen Sinn im richtigen Leben macht. Und das gucken wir uns jetzt noch mal kurz an. Datenschutz ist ein Teilaspekt der Privatheit. Und Privatheit, was wir unter privat verstehen, ist eine außerrechtliche Kategorie, die also über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die Unverletzlichkeit der Wohnung etc. ins Recht transferiert wird. Ja, und weil das so ein wichtiges Recht ist, ist also im Recht der im Datenschutz und überhaupt bei der Privatsphäre sehr stark eine rechtliche Überformung vorhanden. Das Problem an der Sache ist, dass Privatheit und Datenschutz stark kontextabhängig, stark zeitabhängig, stark gesellschaftsabhängig sind. Ja, wenn Sie einem Briten sagen, ja, also wir Deutschen, wenn wir umziehen, müssen wir aufs Einwohnermeldeamt gehen und unseren neuen Wohnsitz bekannt geben. Dann guckt er Sie an und denkt, hä, wieso denn das? Das ist doch ein riesiger Eingriff, weil die haben keine Meldepflicht in dem Sinne. Oder fragen Sie einen Amerikaner, sagen dem, ja, also welche Religion ich habe, das melde ich dem Finanzamt. Das ist doch rein privat, was für eine Religion man hat. Ja, also Sie können schon ins Ausland gehen und dort würde man bei bestimmten Aspekten Dinge, die irgendwie mit Privatheit zu tun haben, völlig anders beurteilen. Deswegen haben wir auch beim Datenschutz immer mal so ein leichtes Bauchkrummeln, weil das deckt sich eben auch nicht immer mit dem subjektiven Gefühl, das wir haben. Aber egal, Schutzziel des Datenschutzes, ich habe nichts gemacht. Hm? Die Maus. Okay. Ja. Also Schutzziele beim Datenschutz sind Selbstbestimmung des Menschen. Ja, das ist das Problem, was wir haben. Wenn jemand über mich schon alles weiß, kann er mich auch manipulieren. Wenn ihr jetzt schon wüsstet, auf welche Fragen ich allergisch reagiere, könntet ihr die gesamte Veranstaltung sprengen, weil ihr würdet dann einfach bloß noch gezielt mich triggern und ich würde dann bloß noch schimpfen und die Veranstaltung wäre gelaufen. Ja, das will Datenschutz auch vermeiden, dass irgendjemand Herrschaftswissen über uns hat und uns beeinflussen kann. Ich bewege die Maus, ich sehe trotzdem nichts. So, na, das wird ja lustig. Das, was ich also jetzt alles schon so ein bisschen angedeutet habe, ist hier nochmal zusammengefasst. Also im Datenschutzrecht haben wir einerseits, jeder hat ein subjektives Verständnis davon, was privat ist. Andererseits haben wir eine rechtliche Überformung und das deckt sich nicht immer. Und dann wird es halt schwierig. Ne? Also diese Wenn-Dann-Aussage von einer juristischen Norm passt nicht, jedenfalls noch nicht, zur sozialen Vielfältigkeit, auf die wir treffen, wenn wir mit Datenschutz umgehen. Das so bloß ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir werden uns gleich streng an die Normen halten, aber bloß, dass Sie nicht zum Psychotherapeuten rennen, wenn Sie ein Krummeln im Bauch haben beim Datenschutz. Das ist ganz normal, weil das stimmt alles noch nicht so richtig. Ist noch nicht so richtig aufeinander abgestimmt. So, warum haben wir jetzt Datenschutz und warum spielt der in der digitalen Gesellschaft eine besonders große Rolle? Und dann kommen wir auch dann schon langsam darauf, was dann also Softwareentwickler beachten müssen. Ja, das, was für alle Informationen gilt, gilt auch für personenbezogene Informationen, die digital gespeichert sind. Die altern nicht. Ich bin's nicht. Sie lassen sich, also, ne, Informationen werden nicht alt. Sie sind dann vielleicht irgendwann nicht mehr aktuell, aber so wie ein Auto, die rosten nicht weg, die verschwinden nicht wieder von alleine aus der Welt. Und, das wissen wir alle, Speichern kostet nichts mehr von Informationen. Und, ja, auch das, eine schöne Eigenschaft von digitalen Informationen, Informationen lassen sich im Prinzip verlustfrei vervielfältigen, übertragen,
super verarbeiten. Ja, das ist das, was Informatiker so freut. Und mit dem Verarbeiten, das hat seinen Grund, weil Informationen sind grundsätzlich, haben keine Zweckbindung. Ja, ein Kotflügel oder eine Tür von einem Golf 3 passt nur an den Golf 3 und nicht an den Golf 4 und schon gar nicht an den BMW etc. Eine digitale Information kann ich nehmen, verarbeiten, sie mit anderen Informationen verknüpfen und erhalte dadurch einen zusätzlichen Erkenntniswert. Das eben, weil die Information nicht zweckgebunden ist. Das macht ja gerade die Arbeit auch mit Datenbanken so interessant. Aber eben auch problematisch, wenn es um Datenschutz geht. So, jetzt habe ich schon viel vom Datenschutz geredet. Jetzt müssen wir erst nochmal klären, was personenbezogene Daten sind. Das ist gleich geblieben zum bisher geltenden Bundesdatenschutzgesetz. Ein bisschen anders formuliert jetzt in der Datenschutzgrundverordnung. Aber im Prinzip kann man sagen, personenbezogene Informationen sind alle Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen. Oder beziehbar sind. Ja? Es reicht also, habe ich hier ein Beispiel, ja. Ein personenbezogenes Datum ist, wenn Sie eine Sachinformation haben und zusätzlich diese direkt mit einer natürlichen Person verknüpft ist, diese Information. Das ist ein personenbezogenes Datum. Aber auch, wenn ich Sachinformationen habe und nur die Möglichkeit habe, diese Informationen einer natürlichen Person zuzuordnen. Stichwort zum Beispiel dynamische IP-Adresse. Die ändert sich jeden Tag, aber trotzdem erkennt zum Beispiel Google, Facebook etc. den Rechner, mit dem ich mich anmelde im Netz, wieder. Damit ist das für einen Datenschützer ein personenbezogenes Datum, weil die Person dahinter zumindest beziehbar, identifizierbar ist. Ich kann rauskriegen, wer das dahinter ist. Gleiches Spiel bei Kfz-Kennzeichen. Werdet ihr vielleicht auch gesehen haben, dass in manchen Medien zumindest Kfz-Kennzeichen immer gepixelt werden in den News. Weil eigentlich weiß ich nicht, wer sich hinter einem Kfz verbirgt, hinter einem Kfz-Kennzeichen. Aber ich könnte ja zur Zulassungsstelle gehen und eine Halteauskunft verlangen. Die ist an Bedingungen geknüpft, aber im Prinzip habe ich die Möglichkeit herauszubekommen, welche natürliche Person sich hinter dem Kfz-Kennzeichen verbirgt. Und dann und damit ist ein Kfz-Kennzeichen im Grundsatz eine personenbeziehbare Information, personenbeziehbares Datum. Ja, also dieser Bereich, wo man mit personenbezogenen Informationen zu tun hat, ist unglaublich weit. Dort, wo man es nicht damit zu tun hat, sind juristische Personen. Ja, personenbezogene Daten, wie der Name schon sagt, das können nur natürliche Personen sein. Das Problem bei juristischen Personen ist, auch eine GmbH hat einen Geschäftsführer und das ist eine natürliche Person. Und damit sind wir wieder bei personenbezogenen Daten. Ja, also wir kommen da nicht raus. Also wir halten fest, der Kreis, wo wir es mit personenbezogenen Informationen zu tun haben, ist unglaublich weit. So. Soweit zum Einstieg. Jetzt machen wir noch kurz eine Selbstvergewisserungsrunde. Jeder von euch muss sich jetzt mal so ein bisschen fragen, ist er nur Entwickler, also schreibt irgendwelchen Code und liefert den ab? Bei einem Nutzer, ist er auch Betreiber des Codes? Ja. Oder ist er Nutzer von Software, die personenbezogene Daten verarbeiten? Ja, es geht hier immer bloß um personenbezogene Daten. Wenn wir es unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten betrachten, ist der Nutzer am stärksten in der Pflicht, weil der hat ja letztendlich die Verantwortung dafür, was für personenbezogene Informationen er verarbeitet. Der Betreiber steht auch noch relativ weit drin. Also es hat jetzt vor kurzem Urteil des EuGH noch zur alten Datenschutzrichtlinie gegeben, aber da ist der Wortlaut zum Beispiel gleich geblieben, deswegen wissen wir, das gilt weiter. Gesagt, Facebook-Fanpage. Ein deutsches Unternehmen hat eine Facebook-Fanpage betrieben und der Landesdatenschutzbeauftragte ist auf dieses Unternehmen zugegangen und hat gesagt, hey, ihr benutzt da Facebook als Oberfläche sozusagen und wir sind aber mit der Datenschutzerklärung von Facebook nicht einverstanden. Bitte ergänzt die Datenschutzvereinbarung oder lasst es sein. Hat der Betreiber der Fanpage gesagt, hä, wieso ich? Das ist Facebook, die hier mit den Daten Schindluder betreiben und sich nicht richtig erklären mit der Datenschutzerklärung. Die deutschen Gerichte haben das ähnlich gesehen.
Der EuGH hat gesagt, völlig Schnutz, die sind beide verantwortlich, sowohl der Betreiber als auch derjenige, der Nutzer. Also auch weit ausgelegt, wer verantwortlich für den Datenschutz ist, wer außen vor geblieben ist, ja, jetzt können Sie schon ein bisschen so aufatmen, sind die Entwickler. Also der Programmierer ist noch nicht verantwortlich. Aber da gibt es natürlich auch Abstufungen. Ja? Da könnte man dann gucken, zivilrechtlich, was hat der Entwickler für einen Vertrag? Hat er einen Dienstvertrag? Hat er einen Werkvertrag? Stellt er ein System zur Verfügung, was dann betrieben wird? Ja, und da ergeben sich dann auch ganz unterschiedliche Haftungen für. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Wir konzentrieren uns auf die Datenschutzgrundverordnung. Also, wenn Sie als Entwickler rechtssicher sein sollen, sind Sie noch relativ auf der sicheren Seite, wenn Sie bloß wirklich Code beisteuern und die Verantwortlichkeit beim Nutzer oder Betreiber liegt. Aber wenn Sie natürlich guten Code liefern wollen, dann müssen Sie auch für den Kunden immer ein bisschen mitdenken. Ja, und das ist jetzt das Ziel im Folgenden, dass ich Ihnen euch so ein bisschen erkläre, was muss jemand, der mit personenbezogenen Daten arbeitet, beachten. Und dann gucken wir, ja, was kann dafür die Software beisteuern? Und die EU setzt große Hoffnungen in die Entwicklung der Software. Ja, und Datenschutz ist eigentlich ganz einfach. Ne? Also man hat ein personenbezogenes Datum, dann sucht man sich quasi eine Ermächtigungsgrundlage, einen Erlaubnistatbestand, guckt also, steht irgendwo im Gesetz, dass ich das personenbezogene Datum verarbeiten darf. Wenn ich das gefunden habe, dann habe ich schon mal einen großen Schritt gemacht. In einem weiteren Schritt muss ich einfach gucken, halte ich auch die Datenschutzgrundsätze ein, dass die spielen auch die größte Rolle für die Softwareentwickler. Und dann darf ich verarbeiten. Ja, also wem es bisher zu langweilig war, der kann jetzt gehen, er hat jetzt die Grundzüge des Datenschutzrechts kennengelernt. Wen das noch ein bisschen mehr interessiert, da gucken wir uns jetzt also die Erlaubnistatbestände an. Diese Erlaubnistatbestände sind in der Regel nur für den Nutzer extrem wichtig. Die muss der Entwickler nur gehört haben, bis auf einen vielleicht. Deswegen beschreibe ich die nur kurz. Das habe ich jetzt schon erklärt. Also Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Man darf personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn man eine Erlaubnis hat, sonst nicht. Ja, also stellt euch einfach Deutschlands Straßen vor und an jeder Straße steht eine Vollscheibe. Darf man nicht durchfahren. Alles verboten. Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Alle Straßen haben eine Vollscheibe. So, und nur wenn dann noch ein Zusatzschild unten dran steht, wo drin steht, ist erlaubt, darf man durchfahren, also beziehungsweise die personenbezogenen Informationen verarbeiten. So, der wichtigste Tatbestand für Privatunternehmen ist Geschäftsbeziehung. Alle personenbezogenen Informationen, die im Rahmen einer Geschäftsbeziehung notwendig sind, dürfen verarbeitet werden. Ja, weil man will ja eine Rechnung schreiben oder so. Dazu braucht man eine Rechnungsadresse und deswegen darf man natürlich dazu die personenbezogenen Informationen verarbeiten. Ganz wichtig. Auch wichtig, Werbung gehört nicht dazu. Ja? Geschäftsbeziehung bedeutet nur, man hat einen Vertrag oder man bahnt einen Vertrag an und erledigt die Aufgaben, die im Vertrag stehen. Werbung dient dazu, mehr Geld zu verdienen, einen weiteren Vertrag zu schließen. Das ist von diesem Tatbestand nicht umfasst. Da muss man dann weitersuchen, ob man irgendwo anders eine Erlaubnis findet. Ein weiterer sehr beliebter Tatbestand für Unternehmen, ein sehr unbeliebter Tatbestand für Datenschutzbehörden, ist das berechtigte Interesse, weil da geht sinngemäß, ich darf personenbezogene Daten verarbeiten, wenn ich ein berechtigtes Interesse habe, es sei denn, es besteht oder es steht ein überwiegendes Interesse des Betroffenen entgegen. Betroffener ist also derjenige, über den wir personenbezogene Daten verarbeiten. Ja, super praktikabel für die tägliche Anwendung. Für den Juristen ist es relativ leicht. Der macht den ganzen Tag nichts anderes als irgendwie abwägen, Argumente gegeneinander. Für die tägliche Praxis ist es die Hölle. Das muss man dann also noch weiter runter subsumieren und gucken. Da muss man intern sozusagen ein kleines Selbstgespräch mit sich führen. Was sind meine Interessen? Was sind die Interessen des Betroffenen? Und das gegeneinander matchen und dann kommt man zu einem Ergebnis. Und da muss man ehrlich sein, wenn man unehrlich ist, kommt man zu einem falschen Ergebnis und dann kriegt man Ärger mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes.
was immer geht, die Universalwaffe des Datenschutzes ist, man fragt die betroffene Person einfach, ob man ihre personenbezogenen Daten zu bestimmten Zwecken verarbeiten darf. Weil das so eine Universalwaffe ist, sind da auch besonders strenge Voraussetzungen dran geknüpft. Und das ist sozusagen das Erste, wo auch die Entwickler so richtig ins Spiel kommen. Denn das sollte man zumindest, wenn man Webseiten programmiert, schon mal im Hinterkopf haben, wenn da jemand sagt, hier, wir brauchen da auch eine Einwilligungserklärung auf der Webseite, sollte man schon mal davon gehört haben, was so die Grundvoraussetzungen für eine Einwilligung sind. Also ich hatte es schon angedeutet, wir haben sehr strenge, formale Voraussetzungen bei der ganzen Sache und die Einwilligung ist nur für einen konkreten Zweck möglich oder für konkrete Zwecke. Ihr erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, Informationen an sich haben keine Zweckbindung. Das macht das Arbeiten mit ihnen so schön und die Mehrwertschöpfung aus ihnen so schön. Der Datenschutz versucht das jetzt wieder umzukehren. Der Datenschutz verlangt von allen Informationen, die wir verarbeiten, dass wir dieser Information einen Zweck zuweisen. Zweckbindung. Also es reicht nicht bloß, Sie willigen ein, dass ich Ihre personenbezogenen Daten auf immer und ewig zu allen möglichen Zwecken verarbeiten kann, sondern man muss eben konkret in der Einwilligungserklärung sagen, ich verarbeite Ihre Adressdaten zu Werbezwecken zum Beispiel und so weiter und so fort. Das muss konkret genannt sein. Oder zumindest nach Kategorien genannt sein. Eine Einwilligung funktioniert nur, wenn man ein echtes Wahlrecht hat. Das macht Einwilligungen in einem Arbeitsverhältnis immer relativ schwierig. Ja, weil da hast du ja so nach dem Motto, schon wenn man im Hinterkopf anfängt, was könnte jetzt mein Arbeitgeber, was für Nachteile könnte ich im Arbeitsverhältnis haben? Schon ein Problem, wird faktischer Zwang möglicherweise ausgeübt, ist also eine Einwilligung im Arbeitsverhältnis immer problematisch. So nach dem Motto, ja, in unserer Firma, Sie können im Intranet ein Bild von sich ins Intranet stellen, das ist freiwillig, aber der Geschäftsführer sieht es eigentlich sehr gern. Ja? Schon ein faktischer Zwang. Haben Sie noch eine echte Wahlmöglichkeit für jemanden, der in der Probezeit ist? Eher nicht. Also problematisch. Und das Häkchen setzen im Internet, ja, nur Opt-in, nicht in der Einwilligungserklärung ein vorausgefülltes Häkchen für die Einwilligung. Einwilligung unwirksam. Einwilligung funktioniert nur mit Opt-in. Und das Nächste, das trifft Sie dann nicht mehr als Entwickler, sondern wieder den Betreiber, er hat die Nachweispflicht. Er muss nachweisen, dass er eine Einwilligung erhalten hat. Wenn sich also irgendjemand mal beschwert bei einem Datenschutzbeauftragten und sagt, ich habe doch nie eingewilligt und kriege hier ständig Werbe-E-Mails, dann kommt der Landesdatenschutzbeauftragte zu Ihnen und sagt, zeigen Sie mir die Einwilligung. Ja, und dann sind Sie gut beraten, wenn Sie das damals gut dokumentiert haben und jetzt die Einwilligung rauskramen können. Ja, das kann auch elektronisch dokumentiert sein, aber es sollte dokumentiert sein. Wenn Sie es nicht dokumentiert haben, haben Sie keinen Erlaubnistatbestand. Einwilligung fehlt ja. Wenn Sie keinen anderen Erlaubnistatbestand noch finden in der Not, ja, dann verarbeiten Sie personenbezogene Daten unberechtigt, unrechtmäßig und das dürfen Sie nicht. Dann bei schriftlichen Einwilligungserklärungen, ja, das ist so ein bisschen, was ist alles schon passiert? Sind natürlich auch clevere Leute auf die Idee gekommen, die Einwilligungserklärung vielleicht in den AGBs zu verstecken. Ja, irgendwo ganz hinten so, geht nicht. Klar, getrennt, eindeutig, erkennbar. Sie kennen vielleicht, da gab es Untersuchungen auch zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist bei Heise Online auch vor Jahren mal durchgelaufen. Klicken Sie hier Ihre Einverständniserklärung, alle setzen immer Häkchen und irgendwo da hinten stand, ja, Sie haben mit dieser Einwilligung Ihre Seele verkauft, verpflichten sich zum Toilettenputzen bei Sommerfestivals und wenn Ihnen irgendwas an dieser Datenschutzerklärung komisch vorkommt, melden Sie sich bei uns, Sie kriegen 10 Euro. Und es ist 10.000 Mal eingewilligt worden und 3 Leute haben sich gemeldet. Ungefähr. Also, aber so die Quote. Ne? Ich habe das jetzt so aus dem Gedächtnis etwas überspitzt vielleicht da. Aber das Grundproblem ist klar. Also deswegen klar und getrennt. Genau das Gleiche mit dem Widerruf der Einwilligung. Sie müssen, wenn jemand einwilligt, auch darüber belehren, dass er widerrufen kann. Ja? Der Gesetzgeber geht davon aus, dass nur ein belehrter Bürger ein glücklicher Bürger ist. Siehe auch bei Datenschutzerklärungen etc. Sie müssen also darüber belehren. Und die Widerrufserklärung muss so einfach möglich sein,
der Widerruf muss so einfach möglich sein wie die Einwilligung selbst. Ne? Also nicht Einwilligung per Häkchen setzen im Internet und Widerruf nur per Einschreiben auf gelben Formularen in dreifacher Ausfertigung. Funktioniert nicht. Und wenn Sie es irgendwie beim Programmieren mit Kindern zu tun haben, die einwilligen sollen, Vorsicht, Kinder unter 16 Jahren sind nicht einwilligungsfähig, da müssen dann die Eltern ran. Ja, hier noch so ein Fall, wo man so ein bisschen Bauchkrummeln kriegt bei der Einwilligungserklärung. Was war das Problem? Ein Sorgerechtsstreit vor dem Amtsgericht Bad Hersfeld. Der Kindsvater war also unzufrieden damit, wie die Kindsmutter mit dem das gemeinsame Kind erzieht und ist also vor Gericht gezogen. Und insbesondere ein Aspekt war dabei, dass also die Kindsmutter, die Internet- und Smartphone-Nutzung des Kindes nicht richtig überwacht. Und irgendwie ein cleverer Anwalt oder vielleicht ist das Gericht auch selbst drauf gekommen, haben sie das Datenschutzrecht rausgeholt, ja, und haben dann 1:1 drunter subsumiert. Ja, das Problem war, dass auf dem Smartphone eben auch WhatsApp drauf war und WhatsApp verschlüsselt zwar die Kommunikation, aber es lädt das Adressbuch ins Internet des Smartphones. Und das war hier der Aufhänger. Also das Gericht hat gesprochen, die Kindsmutter wird verpflichtet, ihrem Sohn E. eine schriftliche Mediennutzungsvereinbarung zu schließen. Ja, sehr lebensnah. Die Kindsmutter wird verpflichtet, von allen Personen, welche aktuell im Adressbuch des Smartphones ihres Sohnes E. gespeichert sind, schriftliche Zustimmungserklärungen einzuholen, dass diese Adressen eben auch ins Internet hochgeladen werden dürfen bei Facebook. Ja, also mitten aus dem Leben diese Entscheidung. Ja, egal. Das war also, ich habe nichts getan. Ja, er hängt am Strom. Egal, ist auch wieder da, sehr schön. Also es geht weiter, wir haben jetzt die ersten drei Erlaubnistatbestände besprochen. Das waren so die wichtigsten für den Nutzer. Ja? Und wie gesagt, bei der Einwilligung, da kommen dann auch die Entwickler so ein bisschen ins Spiel. Dann weiterer Tatbestand, Erlaubnis oder Rechtspflicht. Ja, fürs Finanzamt müsst ihr Rechnungen, die ihr irgendwelchen Kunden schreibt, 10 Jahre lang aufheben. Ja, kommt also nicht auf die Idee, ich arbeite ohne Rechnungen und schredder die mal, weil das Datenschutzrecht sagt ja, personenbezogene Daten darf ich nicht verarbeiten. Doch in der Abgabenordnung steht, genau diese personenbezogenen Daten, Rechnungsdaten, sind aufzubewahren. Und so findet sich eine Menge Erlaubnistatbestände über das ganze Recht verteilt. Zum Beispiel auch Arbeitszeitgesetz. Ja. Arbeitszeit darf auch dokumentiert werden mit dem Zweck, dass damit auch dann Überstunden abgegolten werden können. Oder wenn wir im Mindestlohnbereich sind, müssen ja eben auch die Stunden im Mindestlohnbereich dokumentiert werden, damit klar ist, dass die Leute den Mindestlohn erhalten und auch wirklich nur so viel arbeiten, wie sie dürfen. Also es gibt überall im Recht Tatbestände, die uns verpflichten, personenbezogene Daten zu speichern und zu verarbeiten. Weniger wichtig für Privatleute ist Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse. Das ist dann der große Bereich, wo die öffentliche Verwaltung ihre Erlaubnistatbestände herbezieht. Und für uns völlig interessant ist bei Gesundheitsdaten und eben Ähnliches, dass man personenbezogene Daten übertragen darf, wenn es ein lebenswichtiges Interesse des Betroffenen erfordert. So, das war ein kurzer Ritt durch die Ermächtigungsgrundlagen. Also warum darf ich personenbezogene Daten verarbeiten? Damit sind wir aber nicht am Ende. Ja? Jetzt nicht denken, freie Fahrt für freie Bürger, sondern jetzt kommen die ganzen datenschutzrechtlichen Grundsätze. Also, wir haben zwar einen Erlaubnistatbestand gefunden, auf dessen Basis wir personenbezogene Informationen vielleicht verarbeiten dürfen, aber es geht noch weiter. Wir müssen prüfen, halten wir die datenschutzrechtlichen Grundsätze ein. Gut, dann halte ich mich als einfach hier hinten und erzähle weiter. Also einer der großen Grundsätze, die wir haben, ist Rechtmäßigkeit, Treue und Glauben und Transparenz. Da kann man so gut wie, ich habe ja da nichts angefasst, ja,
So, da kann man ja im Prinzip jede Menge drunter verstehen. Für uns, oder was ihr alle kennt, ist zum Beispiel die Datenschutzerklärung. Ne? Überall im Internet finden sich jetzt die Datenschutzerklärung und der Gesetzgeber geht eben davon aus, dass man nur glücklich leben kann, wenn man sich, ja, je nachdem, was die Seite so verarbeitet, ein oder zwei oder drei oder vier Seiten Text durchliest. Und ich denke, das macht auch jeder von euch, wenn er durchs Internet surft. Dann muss man eben darüber belehren, ob die Einwilligungs, dass man bei einer Einwilligung ein Widerrufsrecht hat. Dann muss man darüber belehren, dass, wenn man sich auf ein berechtigtes Interesse als Ermächtigungstatbestand beruft, ein Widerspruchsrecht hat. Ja, also wenn man sich auf ein berechtigtes Interesse beruft bei der Datenverarbeitung, hat der Betroffene ein Widerspruchsrecht und wenn er widerspricht, darf man die Daten, die Informationen nicht mehr weiterverarbeiten. Dann sollte man also softwareseitig dafür sorgen, dass diese Informationen auch nicht weiterverarbeitet werden, weil sonst steht wieder der Datenschutzbeauftragte auf der Matte. Und man muss auch in der Datenschutzerklärung eben angeben, an wen man die Daten weitergibt, gegebenenfalls, oder ob man sie nicht weitergibt. Datenübertragung ins nicht-europäische Ausland ist nochmal eine eigene Sache. Okay, dann, das ist jetzt sozusagen, ja, einer der wichtigsten Tatbestände für Softwareentwickler, weil das lässt sich sehr stark softwareseitig auch unterstützen bzw. umsetzen. Datensparsamkeit. Es sollen nach Willen der Datenschutzbeauftragten oder nein, des Datenschutzrechts nur so viele personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet werden, wie unbedingt notwendig sind, um einen konkreten Zweck zu erfüllen. Also, wenn ich eine Adresse brauche, um eine Rechnung zu schreiben, dann brauche ich nicht noch das Geburtsdatum des Adressaten. So, und immer, wo die Datenschutzbeauftragten dann einen Beißreflex kriegen, ist, wenn man fragt, warum erhebst du dieses Datum, und man sagt, vielleicht brauche ich es ja noch. Ne? Also das ist ganz falsche Antwort. Ich kann es doch vielleicht noch gebrauchen. Böse Antwort. Also man muss immer schon fragen und da muss man dann eben auch, wenn man was für einen Kunden programmieren soll, schon mal reinhören, für was brauchst du diese Information, und dann vielleicht auch im Hinterkopf schon zumindest mitdenken, ist das wirklich notwendig? Ja, im Zweifel, gut, Sie sind als Entwickler gut raus, wenn es der Kunde unbedingt haben will, er hat die Letztverantwortung. Aber wenn man es eben gut machen will, sollte man da zumindest mal sagen, ich habe da mal so einen Vortrag gehalten und da hat jemand erzählt, man soll mit personenbezogenen Informationen sparsam umgehen. Also, keine vorsorgliche Datenerfassung, sondern fragen, was ist mein konkreter Zweck, welche Informationen brauche ich da? Dann aber wieder das Zweckwort. Also wir sehen unsere personenbezogenen Informationen immer mit einem konkreten Zweck. Und wenn wir keinen Zweck finden, verarbeiten wir sie im Zweifel nicht. Und das hat zum Beispiel der Gesetzgeber auch so in die Erwägungsgründe geschrieben. Ne? Also bevor die Datenschutzgrundverordnung mit den konkreten Gesetzestexten kommt, kommen vorn jede Menge Erwägungsgründe, wo der Gesetzgeber nochmal erklärt, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, als er die Datenschutzgrundverordnung geschaffen hat. Und da steht eben drin, in Bezug auf Entwicklung von Anwendungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Informationen verarbeiten, sollen die Hersteller der Anwendung ermutigt werden. Also der Gesetzgeber ist sehr nett zu den Entwicklern. Sie sollen ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung und Gestaltung der Anwendungen zu berücksichtigen und unter Berücksichtigung des Standes der Technik, da kommen wir noch zu, sicherzustellen, dass der Verantwortliche in der Lage, dass die Verantwortlichen in der Lage sind, ihre Datenschutzpflichten nachzukommen. Also, sie werden dazu ermutigt, den Datenschutz zu gewährleisten, noch sind bloß die Nutzer verantwortlich. Allerdings, ne, das ist jetzt bloß die datenschutzrechtliche Seite. Es könnte durchaus mal passieren, wenn da konkrete Fälle gibt es da noch nicht, dass gesagt wird, ja, was hast du mir denn hier für eine Software ausgeliefert? Die tut ja überhaupt nicht das, was sie soll, weil sie verarbeitet unzulässig personenbezogene Informationen. Ja? Sie haben auch in vielen Verträgen mittlerweile drinstehen, dass sie gegebenenfalls eine dass sie nachprogrammieren müssen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern. Und das wird immer mal wieder passieren, gerade in solchen Bereichen. Dann muss eben gegebenenfalls die Software geändert werden. Genau, hier haben wir auch ein Beispiel. Ein Kreuzfahrtunternehmen scannt bei Antritt der Reise Personalausweisdaten.
gibt es im Personalausweisgesetz einen Erlaubnistatbestand, dass die bestimmte Informationen unter bestimmten Voraussetzungen erfassen dürfen und gleicht diese Informationen mit den Buchungsdaten, die Sie schon auf dem Schiff haben, ab. Dummerweise war hier eben gerade eine Software im Einsatz, die mehr als die notwendigen Daten einfach bloß erstmal erfasst hat. Die hat nicht weiter verarbeitet, die hat sie bloß erstmal erfasst. Ja, hat der Datenschutzbeauftragte gesagt, Landesdatenschutzbeauftragte, der hat davon Wind bekommen, geht so nicht. Ja, und dann ist das Unternehmen, das die Software einsetzt, an das Unternehmen, das die Software verkauft hat, rangetreten und hat gesagt, macht mal was. Haben sie auch gemacht, klar, weil sonst wird die Software nicht mehr eingesetzt. Kann nicht mehr eingesetzt werden. Im Zweifel, ne, die Landesdatenschutzbeauftragten sind eigentlich sehr nette Menschen. Die kommen erstmal und wollen euch bei der Umsetzung des Datenschutzes unterstützen. Die geben also Empfehlungen ab und Warnungen. Erst wenn man sagt, interessiert mich alles nicht, nö, könnte ja jeder kommen und Landesdatenschutzbeauftragter, hör doch auf. Dann haben die auch andere, dann haben die auch Zwangsmittel. Ne? Und dann können die zum Beispiel auch anordnen, dass diese Software nicht mehr eingesetzt werden darf. Verwaltungsakt. Gut, ein weiterer wichtiger Grundsatz, der kam schon immer mal durch. Ja? Personenbezogene Informationen grundsätzlich ohne Zweck. Das Datenschutzrecht möchte, dass wir jeder Information wieder einen Zweck zuordnen. Und das geht ja in Datenbanken relativ gut, dass man dann eben sagen kann, dieses Datum darf nur zu diesem Zweck verarbeitet werden oder zu diesen verschiedenen Zwecken, dieses Datum nur zu diesem Zweck etc. Also da greifen dann Software und Unternehmensorganisationen im Datenbankbereich ineinander. Also, wie immer gilt, Datenverarbeitung nur mit Erlaubnis, Tatbestand, aber dann müssen wir eben noch gucken, darf ich zu dem konkreten Zweck, brauche ich diese Information für den Zweck? Und wenn ich eben keinen Zweck zu meiner personenbezogenen Information finde, darf ich sie nicht verarbeiten. So einfach ist das. Das Ganze ist auch zu dokumentieren in der Datenschutzerklärung des Unternehmens. Ja, da steht ja konkret drin, zu welchen Zwecken personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und das Unternehmen ist in der Regel auch verpflichtet, intern ein Verfahrensverzeichnis zu führen. Das heißt, alle Verfahren, in denen personenbezogene Daten im Unternehmen verarbeitet werden, müssen im Unternehmen im Verfahrensverzeichnis dokumentiert sein. Ja? Also, das Verfahrensverzeichnis gab es nur nach Bundesdatenschutzgesetz. Jetzt heißt es Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Ist aber im Kern das Gleiche geblieben. Da können Sie also gucken, welchen Zweck die Information haben soll. Und wenn also jemand sagt, Sie sollen die und die Funktion in der Software programmieren und Sie gucken in das Verfahrensverzeichnis des Unternehmens und sagen, das taucht doch dort gar nicht auf. Boah, dann fragen Sie lieber nochmal nach, was man sich da eigentlich gedacht hat. So, und dann wieder softwareseitig, ja, wenn man es mit Datenbanken zu tun hat, Zugriffsbeschränkungen, Zugriffsmöglichkeiten muss man regeln, Verarbeitungsmöglichkeiten, Verarbeitungsbeschränkungen kommen wir gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang drauf. Auch wichtig, was ich am Anfang gesagt habe, Informationen altern nicht. Ja, die veralten vielleicht, die sind nicht mehr aktuell, aber sie verschwinden nicht von alleine. Sie rosten uns nicht weg. Das Datenschutzrecht möchte aber, dass Informationen, soweit sie Personenbezug aufweisen, irgendwann wieder aus der Welt verschwinden. Dass eben über uns nicht eine Historie entsteht, was haben wir seit der Geburt, jedenfalls bei Digital Natives ist das ja heutzutage kein Problem mehr, im Internet getan. Das soll nicht passieren. Deswegen gibt es ein Recht auf Vergessenwerden und die Pflicht zur Speicherzeitbegrenzung. Die orientiert sich natürlich auch wieder am Zweck. Warum erfasse ich ein personenbezogenes Datum? Und wenn ich ein personenbezogenes Datum nicht mehr brauche für meinen Zweck, dann muss ich es löschen. Zum Beispiel im Rahmen der gesetzlichen Pflichten, also wenn aus einem Vertrag, wenn der Vertrag verjährt ist, da kann kein bösgesonnener Kunde mehr kommen und sagen, hier, das hast du nicht ordentlich programmiert, etc. Ja, dann muss ich ja langsam mal nachdenken, ob ich die Personenstammdaten überhaupt noch in der Datenbank halte.
Hinten, wo ich die Rechnungen abhefte, darf ich sie natürlich noch behalten, weil dort ist ja der Zweck, Vorhalten fürs Finanzamt für Kontrollen 10 Jahre. Aber vorn im Kundendatensatz muss dann also gegebenenfalls irgendwann mal dafür gesorgt werden, dass da auch personenbezogene Informationen wieder verschwinden. Und das kann man ja softwareseitig auch wieder sehr schön steuern, dass man guckt, wann ist dieser Datensatz in die Datenbank gekommen und dann irgendwann gemeldet wird, ja, dieser Datensatz ist jetzt, da hat es 10 Jahre zu keine Verträge mehr gegeben oder so, ja, 10 Jahre ist schon ein bisschen lang. Willst du den nicht langsam mal löschen, lieber Softwarenutzer? Die Verantwortung dafür trägt nicht der Programmierer, sondern der Nutzer. Aber Sie können ihn eben dabei unterstützen, indem Sie ihm sozusagen einen Anstoß geben, mal drüber nachzudenken, ob er diese Informationen noch braucht. Und auch in der Datenschutzerklärung und Verfahrensverzeichnis, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, da steht das natürlich, da müssen Sie es auch dokumentieren. Entweder Sie schreiben rein, wie lange Sie ihm personenbezogene Informationen speichern, oder Sie schreiben zumindest rein, was Ihre Kriterien sind, wie lange Sie speichern. In Organisationen sollte dann also auch regelmäßig ein Löschkonzept vorgehalten werden, wo man dann eben auch sagt, okay, diese Information ist jetzt so und so alt, ich sehe keinen Aspekt mehr, unter dem ich diese Information benötige, also löschen oder, wenn es noch echtes Papier ist, ab in den Schredder, nie in den Papiermüll, personenbezogene Informationen. Ja, das ist auch ein Super-GAU, wenn dann irgendwo aus dem Papiermüll wieder personenbezogene Informationen auftauchen, also ordnungsgemäß schreddern, da gibt es auch irgendwelche DIN-Normen für, wie kleingehäckselt was sein muss. So, dann ja, eher eine Banalität. Man hat auch Anspruch auf Datenrichtigkeit und Berichtigung. Ja, wenn man jetzt einen Auskunftsanspruch geltend macht gegen ein Unternehmen, muss das Unternehmen ja sagen, was es für personenbezogene Informationen gespeichert hat. Und wenn man jetzt feststellt, da sind irgendwelche personenbezogenen Informationen unrichtig, dann kann man sagen, bitte korrigier das. Und dann müssen diese unrichtigen Informationen auch gelöscht werden. Wenn Löschung nicht möglich ist, reicht vielleicht auch eine Sperrung. Aber vom Grundsatz her müssen die gelöscht werden. Also auch hier nicht nach dem Motto, oh, vielleicht ist ja doch irgendwas Wahres dran, wir behalten sie mal. Nein, 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 nein. Wenn das erwiesenermaßen richtig falsch ist, muss berichtigt werden und die falsche Information muss gelöscht werden. Wenn man sich noch darüber streitet, ob eine Information richtig oder falsch ist, dann muss es zumindest eine Sperrmöglichkeit geben. Das heißt, die Information wird in den aktuellen Verfahren nicht mehr verarbeitet, sondern ist als gesperrt gekennzeichnet, fließt also nicht mehr in die aktuelle Verfahrens, in die aktuellen Verfahren ein, aber ist noch in den Datensätzen vorhanden. Das ist die Sperrung. Über die Datenrichtigkeit, dass man also einen Berichtigungsanspruch hat, müssen Sie auch in der Datenschutzerklärung belehren. So, hier haben wir das Sperrung der Weiterverarbeitung, Sperrung der Veränderung und die Datenschutzgrundverordnung sagt uns auch dazu explizit, na, in automatisierten Dateisystemen, also Datenbanken, sollte die Einschränkung der Verarbeitung grundsätzlich durch technische Mittel, und das sind Sie dann als Softwareentwickler, so erfolgen, dass die personenbezogenen Daten in keiner Weise weiterverarbeitet werden und nicht verändert werden können. Auf die Tatsache, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beschränkt werden kann, sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen werden. Ja, große rote Lampe geht an, Datensatz gesperrt, nicht verwenden. So, und jetzt kommt das, wo Sie mehr Ahnung haben als ich. Ja, vielleicht haben Sie auch bei den anderen Sachen mehr Ahnung, aber hier gehe ich mal davon aus, dass Sie da mehr davon wissen. Integrität und Vertraulichkeit, überhaupt technischer Datenschutz. Datenschutz hat auch einen großen Schnittbereich mit IT-Sicherheit. Dort, wo die Daten IT-technisch sicher sind, sind die personenbezogenen Daten auch sicher. Dort, wo schon keine IT-Sicherheit gegeben ist, sind auch die personenbezogenen Informationen, die gespeichert sind, in der Regel nicht sicher. Das heißt, hier haben Datenschutz und Datensicherheit einen riesigen Schnittbereich, wo man sich austun kann. Deswegen sind auch ein Großteil der betrieblichen Datenschutzbeauftragten eher mit einem technischen Hintergrund ausgestattet. Ja, bei den betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind, glaube ich, so 80% kommen irgendwie aus mit einem technischen Hintergrund und 20% sind Juristen.
So, ja, und wie man also Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit herstellt, das wissen Sie im Zweifel alle besser als ich. Ich habe mir dann nochmal einen Aspekt rausgegriffen. Ja, wir wissen alle, gut, Internet, unsicheres Medium. Deswegen muss man also personenbezogene Informationen, die da übertragen werden, verschlüsseln. Die Gretchenfrage ist jetzt, wie verschlüsseln? Transportverschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was jetzt? Die Datenschutzbeauftragten oder die meisten reden immer ja, bloß von Verschlüsselung, da kann man dann so ein bisschen raten, was sie denn meinen. Aber es haben sich nur sehr wenige vorgewagt und haben zum Beispiel gesagt, E-Mail ist bei personenbezogenen Informationen der Standard Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil das entspricht einfach nicht der Wirklichkeit. Also ich habe einen Mandanten in der Kanzlei, der tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht. Alle anderen, wenn ich da frage, sie können mit mir verschlüsselt kommunizieren. Hä? Was sollen wir machen? Also ist einfach, Verschlüsselung ist zwar irgendwo Stand der Technik, aber die soziale Wirklichkeit hängt in den Unternehmen meistens ein bisschen hinterher dem, was schon eigentlich möglich ist. Aber behalten Sie es im Hinterkopf, Verschlüsselung ist eine gute Möglichkeit, personenbezogene Informationen zu schützen. Also zum Beispiel auch, wenn Sie mit Datenbanken arbeiten, die personenbezogene Informationen im großen Umfang haben, verschlüsseln. Ja, und damit sind wir schon durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen aus rechtlicher Sicht so ein bisschen zeigen, wo für Sie, wenn Sie mit Softwareentwicklung zu tun haben, das Datenschutzrecht Sie in die Verantwortung nimmt oder zumindest von Ihnen irgendwas erwartet, dass Sie für Ihre Kunden tun. Aber wie gesagt, das hatte ich eingangs schon erwähnt, Sie kommen als Entwickler bei der ganzen Sache noch relativ gut weg, aber es kann durchaus sein, dass irgendwann der Gesetzgeber auch eben mal das Gesetz ändert und da schreibt nicht, sollen darauf hinwirken, sondern müssen. Ja, und dann wird es auch für den Entwickler ein bisschen anstrengender. Also, immer wenn Sie mit personenbezogenen Informationen zu tun haben, müssen Sie sich zunächst erstmal vergegenwärtigen, was Ihre Gefahren für die personenbezogene Informationen sind und dann eben technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz treffen. Ihr Kunde muss sich vordergründig damit beschäftigen, auf welcher Grundlage verarbeitet er die personenbezogenen Informationen. Das war das, was wir am Anfang besprochen haben. Sie sollten das aber auch schon für den Kunden so ein bisschen mitdenken, weil dann wissen Sie gegebenenfalls auch, wo Sie bei den Grundsätzen, bei der Einhaltung der Grundsätze noch nachsteuern müssen bei der Programmierung. Ja, dann für Sie, der eigentliche Knackpunkt sind die datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere Zweckbindung, Datensparsamkeit, Recht auf Vergessen. Das lässt sich alles softwareseitig sehr gut unterstützen oder sogar regeln. Also gucken, macht die Software das schon von alleine oder müssen wir da noch was nachsteuern? Und vielleicht, wenn sie die Mindestanforderungen einhält, was können wir noch tun, dass der Datenschutz noch besser gewährleistet wird, weil mit Datenschutz sind Sie im Prinzip nie fertig. Das ist immer ein laufender Prozess. Wenn Sie denken, Sie sind fertig, haben sich die technischen Anforderungen, also oder den Stand der Technik hat sich vielleicht erhöht oder es sind neue Lücken aufgetreten und dann geht das Ganze von vorn wieder los, dann muss wieder gefixt werden, nachgebessert werden. Also Datenschutz, den werden Sie nicht mehr los. Machen Sie das Beste draus und programmieren Sie möglichst datenschutzkonform. Vielen Dank und jetzt dürfen Sie noch Fragen stellen. Fragen. Da. Moment, wir müssen da irgendwie mit Mikrofon. Oder ich wiederhole, ja. Einfach mal weitersprechen und. Hallo. Ja. Ah, jetzt klappt's. Stichwort Abmahnungen. Sie haben ja schon gesagt, der Datenschutzbeauftragte selber, der mich prüft, der ist erstmal gut gesinnt, der gibt mir Tipps. Anders die sogenannten Abmahnanwälte. Jetzt habe ich aber auch gehört, dass diskutiert wird, ob
Abmahnungen im Rahmen, also wettbewerbsrechtliche Abmahnungen im Rahmen des Datenschutzes überhaupt zulässig sind. Haben Sie sich damit schon mal beschäftigt? Beschäftigt schon, aber ich kann da auch keine endgültige Antwort geben. Bisher sind ja die großen Abmahnwellen, die befürchtet wurden, ausgeblieben. Woran es jetzt genau lag, weiß man nicht. Es kann aber zum Beispiel daran liegen, dass die Streitwerte bei Urheberrechtsverletzungen einfach viel lukrativer sind als bei Datenschutzverletzungen. Bei Datenschutz müssen Sie erstmal gucken, was ist da überhaupt der monetäre Wert? Und wenn Sie bei einer Urheberrechtsverletzung, die hat es schon seit Jahrzehnten gegeben, das ist gefestigt, da ist man immer mit 10.000 oder 20.000 Euro Gegenstandswert bei der einfachen Verletzung schon dabei. Das heißt, für den Anwalt springen da schon zwischen 600 und 800 Euro raus. Und da kann man schon gut kalkulieren, wenn man das als Massengeschäft betreibt. Im Datenschutzrecht ist das also noch völlig unklar. Und die Abmahnung, die es gegeben hat, das waren Sachen, also fehlende Datenschutzerklärung, okay, das war auch schon nach altem Bundesdatenschutzgesetz abmahnfähig im Wettbewerb. Aber da sind sich auch die Oberlandesgerichte noch nicht so richtig einig, was jetzt genau im Wettbewerb abmahnfähig ist oder nicht. Aber man ist auf jeden Fall gut beraten, dass man zum Beispiel die Datenschutzerklärung auf der Website auf dem aktuellen Stand hat, weil das kann ja eben auch durch Bots überprüft werden, ob man da das entsprechende drin hat. Wie der Datenschutzstand in dem Unternehmen intern ist, das sieht erstmal niemand und da ist man vor Massenabmahnungen sicher. Da kann das immer noch ein böser Konkurrent machen, der da irgendeinen Whistleblower an der Hand hat, der gesagt hat, mach da mal, aber das ist nicht das Massengeschäft, vor dem alle Angst haben. So, weitere Fragen? Ja, ich habe zwei Fragen. Einmal hatten Sie diese Folie, inwiefern Nutzer, Betreiber und Entwickler in die Verantwortung genommen werden beim Datenschutz. Sie hatten gesagt, ein deutsches Gericht und ein europäisches Gericht hatten da so unterschiedliche Auslegungen, dass der Betreiber auf der europäischen Ebene eben doch in Facebook die Verantwortung... Facebook-Fanpage. Mhm. Genau. Gibt es da irgendwie noch einen Hinweis, wo man sowas nachlesen kann? Haben Sie da irgendwie... Ja, Datenschutz, Facebook, Fanpage googeln. Also das, die Entscheidung finden Sie. Aber ich kann sie dann auch noch mal raussuchen hier. Das ist überhaupt kein Problem. Die ist noch nicht alt. Juli oder Juni. Okay. Also eine war mit, glaube ich, Zeugen Jehovas aus Finnland. Und die andere war hier da eine Wirtschaftsakademie aus Schleswig-Holstein. Und in beiden Fällen also weiter Auslegung von Verantwortlichkeit bei Umgang mit personenbezogenen Informationen. Also man kann es kurz zusammenfassen, wenn Sie personenbezogene Informationen anfassen, sind Sie verantwortlich und müssen sich über einen Erlaubnistatbestand Gedanken machen. Okay, dann meine zweite Frage wäre, Sie haben gesagt, bei unter 16-Jährigen müssen die Eltern zustimmen. Wie unterscheidet man das? Also ein Zielpublikum ist ja oft breiter. Ja, das weiß auch keiner, wie Sie das dokumentieren. Ja. Ja, also entweder Sie machen da einfach einen Klick und dann sagen Sie, ja, bei dem Massengeschäft, das konnte ich ja nicht ahnen, dass da jetzt jemand nicht sein wahres Alter angibt. Inwieweit Sie es kontrollieren müssen, dazu haben wir noch keine Aussagen. Glück haben Sie, wenn das ein spanischer Minderjähriger ist, die sind schon ab 14 Jahren einwilligungsfähig. Europäische Besonderheit, sonst haben die Spanier gesagt, sonst stimmen wir hier nicht zu, wenn das nicht geregelt wird. Aber das interessiert uns nicht. Nee, also ist noch nicht so richtig raus, wie Sie es dokumentieren. Das Risiko tragen Sie. Im Zweifel kommt der Datenschutzbeauftragte und sagt Ihnen, ich hätte das gern so und so. Ja, und dann setzen Sie es so um oder fangen sich an zu streiten. Aber im Prinzip müssen Sie es irgendwie erstmal zumindest dokumentieren, also Sie müssen erstmal zeigen, dass Sie sich darum gekümmert haben, dass Sie das Problem gesehen haben, dass Sie eine Lösung gefunden haben. Ob die dann hält, wird sich zeigen. Ja, aber das, da ist man Ihnen schon erstmal günstig gesonnen, wenn man sieht, Sie kümmern sich um das Problem, als wenn Sie sich hinstellen und sagen, pff, mir doch egal. Ja.
Also wir haben auf unserer Schulung mitgeteilt bekommen, das kommt immer drauf an. Hat man es über eine Homepage und die Kunden gehen auf die Homepage drauf oder hat man das im Betrieb? Also im Betrieb würde ich auf jeden Fall eine schriftliche Einwilligung holen und die haben ja die Eltern zu unterschreiben. Und je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, sogar eventuell, wenn es eine alleinberechtigte Mutter oder Vater ist, sogar die Urkunde halt von dem Alleinigen. Wenn es jetzt übers Internet ist, das ist natürlich sehr schwer dann einzudrücken. Also man muss ja einmal sowieso irgendwie die Möglichkeit haben, ich stimme zu, ich bin 18 Jahre oder sowas. Aber im Endeffekt kann man es im Internet nicht überprüfen. Es gibt keine Überprüfungsmöglichkeit. Die einzigste wäre, wenn man die Personalausweisnummer hinterlegt. Aber da ist ja auch wieder der Fall. Ja, Erlaubnistatbestand. Was ist der Erlaubnistatbestand? Einen kompletten Ausweis geht überhaupt nicht. Aber ja, ist schwierig und selbst dann, wenn man im Unternehmen sagt, ja, gegebenenfalls mit Nachweis, dass die Eltern auch noch ihr Sorgerecht nachweisen müssen, ja, irgendwann wird das dann auch unglaublich unpraktikabel. Es gibt den bösen Spruch bei den Datenschutzbeauftragten, Recht trifft Wirklichkeit und man kann das dann auch noch ein bisschen schwieriger machen, weil man kann ja dann eben auch da noch einen Abwägungsaspekt drin, je nachdem sind das besonders sensible Daten, die dann von dem 16- oder Minderjährigen verarbeitet werden oder sind das eben bloß sozusagen Anschrift. Da unterscheiden sich dann auch die Anforderungen an die IT-Sicherheit und an die Dokumentation und Ähnliches und die Nachprüfung auch nochmal. Ja, also das ist schwierig und einzelfallabhängig. Also ne, Standardjuristenantwort, es kommt drauf an. So, noch eine Frage da. Noch eine Frage? Ja. Das ist jetzt eher eine Frage aus Nutzersicht. Wer muss sich denn eigentlich daran halten? Also, ich hatte ein gutes Beispiel, das war irgendwie eine Webseite, da ist ein uraltes Foto von mir aufgetaucht und das haben die vor Urzeiten mal irgendwo runtergecrawlt. Und ich habe dann durch einen Mordsaufwand rausgefunden, der Laden, das war irgend so eine Bude in Taiwan. So, die haben jetzt irgendwoher Daten von mir bekommen. Kann ich irgendwas machen? Betrifft die das auch oder hat man Pech gehabt, wenn es nicht in Europa ist? Im Prinzip hat man da nicht Pech gehabt, aber ohne jetzt die Details zu kennen, man ist auch von dem Ortsprinzip, wo ist das Unternehmen ansässig, das hat man gewechselt, ja, weil plötzlich alle, die Böses mit Datenschutz im Schilde führen, nach Irland gezogen sind und hat jetzt das Marktortprinzip etabliert. Das heißt, egal wo das Unternehmen sitzt, es gilt das Recht dort, wo das Unternehmen seine Dienstleistung anbietet. Also ist für alle, die Dienstleistungen oder Webseiten in der Europäischen Union anbieten, grundsätzlich das Datenschutzrecht der Europäischen Union anwendbar. Ob sie es durchsetzen können, wenn eine Firma bloß einen Sitz in Thailand hat, da scheitert es dann eher am faktischen, aber nicht am rechtlichen. Gut. Dann würde ich sagen, ja, war's das. Ich bedanke mich für die interessanten Fragen und ich hoffe, es hat Ihnen geholfen.